Anders verhält sich dann bei der Kette. Eine gute Kette hält auch so circa 4000 Kilometer, aber man sollte doch als geprüfter bzw. begeisterter Radfahrer, der über 5.000, 6.000 Kilometer im Jahr fährt, zumindest dann im Herbst mal die Kette wechseln. Wenn man das nicht tut, man merkt es spätestens dann, dass die Schaltung nicht mehr so funktioniert, wie man sich das Ganze vorstellt, dass die Gänge anfangen runter oder hoch zu hüpfen, dass man wirklich mal zwei Gänge runterschalten muss und einen wieder rauf, um den richtigen Gang zu finden. All das sind dann Vorzeichen bzw. Anzeichen, dass man die Kette wechseln sollte. Je öfter man die Kette wechselt, umso eher wird man auch die Ritzel lange fahren können. Wenn man die Kette ewig lang fährt, dann nudeln, wie wir Kärntner sagen, nudeln sich diese Zähne ein wenig ab und man muss dann mit dem neuen Kettenkauf auch zwangsläufig eine neue Kassette hinten in Kauf nehmen. Genauso verhält es vorne auch bei der großen Scheibe bzw. beim kleinen Kettenblatt. Einfach mal schauen, wie sind die Zähne beieinander, kann ich die auch die nächste Saison noch fahren. Prinzipiell ist es so, wenn man die Kette richtig und zum richtigen Zeitpunkt gewechselt hat, dann halten sowohl die Kassette hinten wie auch die Kettenblätter vorne, das große und das kleine Blatt, doch mindestens 3 bis 4 Saisonen.